Jetzt noch Trick, zwei kleine Ansagen zur Korrektur. Erstens, wie viel Uhr? Ich glaube 19 Uhr. So genau weiß ich das jetzt auch nicht. Im Internet kann man sich ja informieren. Ich habe hier eine Tasche in die Hand gedrückt bekommen, da ist ein braunes Kuvert drin, da steht drauf für Inge. Falls irgendjemand sich da angesprochen fühlt, das kann hier vorne an der Bühne abgeholt werden. Und das Inge! Ja, du und die Schwester Inge, die sind normal. Ja, und das Zweite, auf dem Aktionswochenzettel von dieser Woche ist wohl ein Datum aus Versehen falsch abgedruckt worden. Es handelt sich dabei um die Soli-Volksküche der Demosanitäter Südwest. Die kommen am Samstag, den 31.05. und für die Zeitfetischisten um 20 Uhr nach Stuttgart in den Schlossgarten, wenn ich das recht... Nein, falsch, Entschuldigung. In der Ort bleibt scheint der gleiche. Linkes Zentrum, Lilo Hermann. Also nicht am Donnerstag, sondern am Samstag, den 31.05. So, von den drei angekündigten Rednern ist leider heute einer nicht mehr dabei. Da werde ich später noch kurz was dazu sagen. Wir werden jetzt als erstes hören Hans Heidemann von den Ingenieuren 22. Die Ingenieure 22 beschäftigen sich seit Jahren mit dem technischen Chaos bei Stuttgart 21, beim Grundwassermanagement. Und darum geht es jetzt auch in diesem Fall. Bestimmt haben viele von euch und von Ihnen mitgekriegt, dass Wasseranalysen vorgenommen worden sind beim Grundwassermanagement und dass schon seit Jahren angemahnt wurde, dass die Röhren, die verwendet werden sollen, von schlechter Qualität sind, weil sie Rost bilden. Es ist hanebüchen, was der Dementerich dazu gesagt hat. Er hat nämlich einfach nur gesagt, das wäre schon alles in Ordnung und sie hätten selber Messungen vorgenommen und hat dafür Fotos vorgelegt, auf denen war klares Wasser zu sehen. Und das reicht offensichtlich aus, dass die DB in Gestalt des Herrn Dementerichs hier Fotos vorlegt, die sie selber gemacht haben. Aber hören wir dazu jetzt, was der Hans Heidemann uns zu sagen hat, denn das entspricht ziemlich sicher der Wahrheit. Bitte, Hans.